Moin Leute, ich habe wieder was zum Auspacken mitgebracht. Ich habe mal wieder was bei einem Top-Versender bestellt. Ja, das wollen wir jetzt mal gemeinsam uns angucken. Jetzt kommt erstmal der Einspieler und dann kommen wir zu dem Paket. Bis gleich. Ja, dann kommen wir mal zu dem Paket. Und zwar habe ich bei... Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Egal. Pass auf, ich habe was bei den Top-Versender AliExpress bestellt. Da gab es den High-Quality Gift Store. Gab es da. Und da habe ich mal ein neues... Wie heißt das? In der Beschreibung steht es genau. Ich lese die Beschreibung gleich mal vor. 2021 neue Glück Geschenkbox Geheimnisbox Premium Elektrik Produkt Glück Geheimnisbox 100% Box 100% Überraschungs Boutique 1:10 Stück gelegentliche Artikel habe ich bestellt, kostete mich, ich glaube, irgendwas bei 14-15 Euro um den Dreh. Laut der Beschreibung sollten da zwischen 4 und 10 Sachen drin sein, je nachdem wie viel man bezahlt hat und so weiter. Ich habe, wie gesagt, das mittlere Paket mit 4 bis 10 Sachen genommen. Ja, wie gesagt, von AliExpress direkt ist dann jetzt angekommen, High Quality Gift Store, und in der Beschreibung stand unter anderem, ich habe mir das mal ausgedruckt, das steht hier auch wirklich so, ich habe zwar viele Sprechfehler immer, aber das ist jetzt mal so genau übernommen. 2021 Glück Geschenkbox Geheimnisbox Premium elektronische Produkt Glück Geheimnisbox 100% Überraschung Boutique 1:10 Picks gelegentlicher Artikel, das hatten wir schon. Andom Artikel erhalten, bereit für Ihre Überraschung. Große Geschenkidee und spart Sie Zeit. Geheimnisbox 100% Überraschung. Die mehr Sie kaufen, die mehr Sie sind überrascht. Regeln. Die Einzelteil wird viel teurer als die Geld Sie bezahlt. Als Einzelteile sind markierte neue und beliebte. Nicht akzeptieren schlechte Bewertungen, nicht akzeptieren Streitigkeiten. Wenn Sie erhalten Artikel beschädigt, wir können Sie senden ein neues. Wenn Sie Fragen haben über es, kontaktieren Sie uns bitte frei. Gut, so viel zu dem Paket. Ich habe mir das dann auch mal bestellt. Ich fand das ganz interessant, was denn dabei ankommt. 4 bis 6 Artikel, Elektronik, das kann ja viel sein. Man hat ja auch ab und zu mal Glück. Vielleicht auch mal bei AliExpress. Ich weiß es nicht. Und das Paket kam dann an. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Alter, ein Riesenteil. Das ist es. Doch so groß, doch so schön. Und lasst uns doch mal reinschauen, was in diesem wunderschönen AliExpress Überraschungselektronik-Artikel-Paket drin ist. Ich habe da auch noch nicht reingeschaut, wie man sieht. Ich weiß echt nicht, was da drin ist. Vielleicht ist ja wenigstens ein Ladekabel da drin. Das könnte man ja mal gebrauchen. Für 14,95 Euro ist ein teures Ladekabel, aber... Ist es? Ja, cool. Am Ende des Videos verrate ich euch übrigens, was wir damit machen. Bleibt auf jeden Fall dran. Ihr werdet noch eine Menge Spaß damit haben, da bin ich mir sicher. So, liebe Leute, als erstes haben wir das versprochene Ladekabel. Ja, cool. Das kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. Da haben wir ein USB-C, ein USB-C, einen normalen herkömmlichen USB und einen Flash für... Wie heißt der für Apple? Ich habe keinen Apple. Aber der für Apple ist auch dabei. USB. Wow, nicht zu drahtig, ganz nett verpackt. Auf jeden Fall kann man gebrauchen. Wow, für 14,95 Euro oder so. Als nächstes haben wir... Ich weiß gar nicht, was soll denn das sein? Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ja, gut, mein Japanisch, Englisch, Koreanisch ist nicht ganz so gut. Ich muss da jetzt echt mal reingucken. Ich kann... Ach, das ist hier jeden. Das ist hier eine kleine Tütenschweißmaschine. Schweißmaschine. Eine Tüten... Wenn ihr jetzt eure Chipstüte aufgemacht habt... Ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob das kaputt ist. Keine Ahnung. Das ist ein merkwürdiges Labor, hieß das schon. Also wenn ihr eure Chips-Tüte-Dingens aufgemacht habt und dann merkt, okay, ihr wollt sie noch nicht, ihr wollt sie wieder zur Seite packen,
Dann habt ihr dieses kleine Schweißgerät, das gehört garantiert da so rein und das so darunter. Und dann ist, so, jetzt passt das auch wieder, genau. Batterien rein und dann könnt ihr die Tüte wieder zuschweißen und dann habt ihr immer frische Chips dabei. Ist natürlich gar nicht so unpraktisch. Vielleicht hat ja der eine oder andere eine Tüte Chips, die er nochmal zuschweißen kann. Oder eine Tüte Wurst oder eine Tüte Mettwurst oder... Dann haben wir als nächstes, auf jeden Fall ganz cool, Kopfhörer. Kosten garantiert im Einkauf 3,75 € oder so, noch nicht mal. Sehen aus wie aus dem 1-Euro-Shop, kosten 1 €. Aber kann man bestimmt auch gebrauchen. Und das letzte, so, da ist, ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Das ist so ein Klangling-Elektronik. Klangling-Ling. Das müsste ein Flusen-Rasierapparat sein. Wenn ihr also. Kinder, da funktioniert sogar. Ich bin ja gerade geschockt. Wieso läuft der? Aha, der ist sogar mit Akku. Okay. Also wenn ihr unterwegs seid auf Reisen und merkt, euer Pulli hat jetzt echt ganz viele Flusen, dann habt ihr diesen coolen Flusenrasierer dabei. Könnt ihr auch längere Rasierer wegmachen. Ich würde mich damit auf jeden Fall eher nicht im Gesicht rasieren. Könnte auch ein Gesichtsrasierer sein, weil hier oben ist auch noch irgendwas zum Rasieren. Langhaar, kurzer Schneider. Ich würde ganz ehrlich Flusen damit rasieren. Ich weiß es nicht. Klangling Elektronik. Ja, das war's dann auch schon. Das waren ganze 4 Artikel für 14,95 €. Ich glaube, wäre ich im 1-Euro-Shop gewesen, hätte ich 1,80 € dafür das Ganze bezahlt. Und die hätten auch noch gesagt, nehmen Sie doch bitte noch mehr mit, weil anders geht das nicht. Ja, das ganze Merkwürdige ist ja übrigens auch, ich hatte jetzt versucht, nochmal auf die Seite von dem High-Quality-Gift zu gehen. Und High-Quality-Gift verkauft diesen Artikel nicht mehr. Der ist nicht mehr erhältlich. Wahrscheinlich, weil die Abnahme viel zu groß war. Die konnten damit, das war in kürzester Zeit ausverkauft. Da ist ein Riesenrand drauf gewesen. Gut. So, was machen wir jetzt damit? Wir wollen das natürlich nicht in den Müll schmeißen. Nein, sowas machen wir nicht. Ganz im Gegenteil. Und zwar gibt es ja zurzeit beim DVD-Monster die Weihnachtsverlosung von dem Movie-Time-Paket mit dem schönen Kissen. Liebe Freunde, herzlichen Glückwunsch. Wir packen jedem von euch eine von diesen tollen Überraschungen in euer Paket extra nochmal mit rein. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, euch gefällt das extra, was wir euch noch dazu packen. Und wenn ihr mal übrigens bei AliExpress seid, bestellt bitte nicht dieses Paket. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, was auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis bald, euer Dirk. So was.